Ne, Torben Brauer, Siegtorschütze im Finale hier. Wie fühlt sich das an, 30 Sekunden vor Schluss das entscheidende Tor zu schießen? Ja, ist natürlich schön, da mit der Mannschaft weiterzuhelfen. Und ja, dann bin ich glücklich, dass wir hier den Sieg erzielen konnten, wie auch in Kolkwitz, dass wir da die Serie fortgesetzt haben und das Selbstvertrauen dann mitnehmen in die Rückrunde. Sie sagen es, das war der zweite Hallenturniersieg in diesem Winter für Löwen. Es ist, glaube ich, auch einfach eine Mannschaft, die der Halle sehr liegt, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben viele starke Techniker dabei, die in engen Räumen super klarkommen und dann, wenn die einfach top zusammenspielen und die Qualität dann da mitbringen, und dann wird das, denke ich mal, ist es schwer gegen uns zu spielen, und das haben wir heute wieder gezeigt. Wir haben das auch so geplant gehabt, dass wir ganz einfach uns über die Hallenturniere ein bisschen Selbstvertrauen holen und auch mal wieder ein bisschen Spielfreude reinbekommen, mal wieder ein Spiel gewinnen. Jetzt haben wir zwei Turniere gewonnen. Ich denke schon, dass das den Jungs gut tut. Das sieht man ja auch, wie sie sich freuen. Und auch unser kleinen Fanschar, die mitgereist ist. Und es hat eigentlich das erfüllt, was wir uns vorgestellt haben. Es macht außerdem den Jungs auch immer unheimlich Spaß, in der Halle zu spielen. Und da es das in Lübben jahrelang nicht gab, sind wir eigentlich ganz zufrieden, dass wir uns jetzt 2 Jahre lang in den Hallen präsentieren konnten. Dieses Jahr auch so mit Erfolg. Das heißt, nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall bei den beiden Turnieren auch wieder anwesend.